Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Secret Sex Talk. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heiße dich herzlich willkommen. Heute reden wir darüber, warum Sperma stinken kann, beziehungsweise wie es sein kann, dass Sperma sich verändert in Art, Konsistenz oder auch Farbe. Diese Veränderungen müssen nicht immer zwingend pathologisch sein, das heißt krankhaft, können es aber sein und deswegen sollte man seinen Körper immer ganz gut im Auge behalten und ernsthaft sich darüber Gedanken machen, wenn man irgendwelche Veränderungen wahrnimmt, ob diese auch gefährlich sein können oder nicht. Zuallererst, wie sollte dein Sperma normalerweise aussehen? Sperma hat normalerweise eine milchige Flüssigkeit, die so ein bisschen klar auch scheint, aber sollte nicht glasklar sein. Normalerweise hat Sperma schon immer einen eigenen Geruch, der aber nicht so intensiv stinkend sein sollte, aber man nimmt ihn natürlich schon wahr. Faktoren, die dein Sperma verändern können, können sein, welche, die nicht gerade pathologisch sind, das können Lebensmittel sein. Es können aber auch Faktoren sein, die pathologisch, sprich krankhaft sein können. Das kann sein Bluthochdruck oder Leberbeschwerden oder aber auch natürlich Geschlechtskrankheiten. Das ist natürlich ein heikles Thema. Und natürlich sollte man sich nicht unnötig Gedanken machen, aber dennoch das Ganze gut im Auge behalten. Also, wenn Blutspuren zum Beispiel im Sperma enthalten sind oder ein Juckreiz, Schwellung oder Schmerzen oder Fieber auftreten und das Ganze länger als eine Woche, dann musst du unbedingt deinen Urologen aufsuchen. Das ist ein heikles Thema und natürlich haben viele Männer davor Angst, Prostatakrebs zu haben. Aber das muss nicht immer dahinter stecken und der Besuch zum Urologen lohnt sich auf jeden Fall, denn das schafft Klarheit. Verändert sich dein Sperma gelblich? So kann es einerseits sein, dass du zum Beispiel Lebensmittel mit viel gelblichen Farbstoffen gegessen hast. Aber auf der anderen Seite kann es auch eine Leberkrankheit sein, also darauf hinweisen, dann da wird dir das Bilirubin, sprich das Leberhormon, ausgeschüttet, was einen gelben Farbstoff hat. Oder aber es kann natürlich auch ein Anzeichen auf eine Geschlechtskrankheit sein. Denn gelb, sprich, ist ja immer Eiter. Verändert sich dein Sperma grünlich, kannst du dir fast sicher sein, dass du eine Geschlechtskrankheit hast. Dann solltest du auch auf jeden Fall zum Urologen gehen. Ist dein Sperma glasklar statt milchig weiß, kann es ein Indiz darauf hinweisen, dass deine Samenwege verschlossen sind. Das kann auf eine Infektion der Nebenhoden oder der Samenblase oder der Samenleiter beruhen. Auch da der Gang zum Urologen. Natürlich, wie angesprochen vorhin, kann dahinter auch eine ganz einfache Ursache stecken. Wenn es länger als ein, zwei Tage dauert, solltest du natürlich zum Arzt gehen, aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach ein Nahrungsmittel war wie Kohl oder Knoblauch oder Spargel, was dein Sperma dazu gebracht hat, so übel zu stinken. So oder so. Es ist immer ganz gut, sein Sperma ein bisschen im Auge zu behalten. Deswegen nicht nur ejakulieren, sondern behalte dein Ejakulat im Auge. Schau kritisch darauf, wenn du ejakuliert hast, wie sieht es aus? Ist es, wie es sein soll, milchig, trüb? Oder ist es glasklar? Ist es grün? Ist es gelb? Ist es rötlich? Du kannst vieles vermeiden, wenn du herausfindest, dass dein Sperma irgendwie nicht in Ordnung ist und dann gleich den Ursachen auf den Grund gehst. Und es muss nicht immer was ganz Schlimmes dahinter stecken. Der Urologe ist auf jeden Fall in diesem Fall der richtige Rat. Und der kann dir dann genau sagen, mittels Ultraschall oder Abstrichen oder natürlich auch Prostata-Abtastung, was genau bei dir und in deinem Körper gerade vor sich geht. Wenn dir mein Kanal gefällt, dann abonniere ihn doch gerne. Und wenn du noch mehr private Einblicke von mir sehen möchtest, darfst du mich auch gerne auf meinem Lifestyle-Kanal verfolgen. Da gibt es ein bisschen mehr als nur den Sex-Talk und du lernst mich auch ein bisschen persönlicher kennen. Ich blende dir das gerne einmal ein und dann kannst du mich auch da verfolgen. Natürlich, falls du meinen Instagram-Channel noch nicht kennst, kannst du mich auch da besuchen. Da würde ich mich auch mal drüber freuen. Du siehst immer 24 Stunden lang irgendwelche Stories von mir und es gibt mindestens dreimal die Woche coole heiße Fotos von mir. Ich hoffe, auch heute hat dir mein kleiner Secret Sex Talk wieder gefallen und ich konnte dir vielleicht ein bisschen helfen, der ganzen Ursache auf den Grund zu gehen, vielleicht warum bei dir etwas nicht stimmen könnte. Das ist kein Grund, sich zu schämen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch gerne ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf dich. Bis bald, deine Hannah.